Hallo und herzlich willkommen auf der Onze Hills zusammen mit Noob Hunter und Ninor. Nee. Nee? Warme Grüße. Nee. Immer noch Farmexperte. Immer noch Farmexperte. Ich muss mal eben den Manitou volllaufen lassen, weil der erste Tank ist jetzt auch schon durch den kleinen, kaum spritvernichtenden Schlepper durch. Aber nach 5 Stunden ist das akzeptabel. So. Akzeptabilierbar. Eine Akzeptanz ist vorhanden. Boah. Ja. Wird Zeit für die neue Grafikkarte. Indeed. Ich brauche meine Kohle. Und kriegst du nicht die alte von Noob oder wie war das? Ja. Muss ich noch machen, der Monetten schicken. Immer viel Geld. Da richte ich hier einmal richtig her, dass die da komplett staubfrei ist. Einmal mit Druckluft durchpusten, meinst du? Nein, ich nehme die Grafikkarte einmal komplett auseinander. Boah, das würde ich vielleicht noch nicht mal unbedingt, damit machst du vielleicht mehr kaputt als Teil, einfach ein bisschen. Ich habe die schon mal auseinander gehabt. Wenn du einen kleinen Kompressor hast oder so, einmal durchpusten. Ich habe keinen Kompressor. Versuch's erstmal so, ich war zwar noch nie richtig auf, ne, aber. Das kriegt er schon hin. Halt einmal eine Schraube nachziehen. Aber nicht, dass es so hergeht wie bei Finn Kliman, wo er sein iPhone auseinander nimmt und dann irgendwie die Hälfte nicht mehr wiederfindet. Mhm. Und dann ist so, fuck, meine Bitcoin Exchanges. Ja, das war geil, da mit den Bitcoins. Ja, verkackt, ne? Bitcoins. Oh, ist ja fast wieder Notizblock. Okay. Ja. Müssen wir das Niveau noch weiter herabsenken? Es geht noch ein ganzes Stück tiefer. Deswegen sag ich's ja. Wollen wir es noch ein bisschen tiefer machen? Weil dann ist das schon wieder nicht mehr das Niveau, was sich hier so angepeilt ist. Dann müssten wir bis. Wobei ich muss sagen, ich habe letztens noch ein bisschen, muss ich sagen, über Finn Kliman in der Folge geschimpft, wo ich alleine aufgenommen habe. Ich finde, seitdem Klimans Land läuft, ist das nicht mehr so geil. So geil, ja. Früher hatte halt, man hat gemerkt, okay, es war wirklich für ihn Spaß. Er hat das einmal im Monat oder so gemacht und die Videos hatten auch früher, glaube ich, noch keine Werbung davor. Ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile ist. Und jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, irgendwie Nebensache geworden. Einmal im Jahr macht er dann mal gefühlt was auf seinem eigenen Kanal und irgendwie nicht so die Projekte, die mich so interessiert haben. Ich fand zum Beispiel dieses Teichbau, Studiobau, das waren für mich seine besten Videos. Gut, andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, ich erlebe das bei mir jetzt auch schon. Ich habe ja einen Hühnerstall gebaut, ein Gemüsebeet und Grillecke und alles mögliche. Irgendwann ist dein Garten halt so weit, dass du nichts mehr machen kannst. Wenn du ja gut, du kannst immer wieder sagen, okay, irgendwas gefällt mir doch nicht, ich reiß es ab. Wird vermutlich bei keinem Menschen passieren, dass er sagt, ich habe da jetzt Zeit, Mühe, Geld, Schweiß, Blut reingesteckt, dass ich das jetzt einfach runterreiße. Ja gut, aber manche Sachen stellt man sich auch in seiner Fantasie, wenn man sie baut, erstmal anders vor, als sie dann im Endeffekt sind. Oder man macht sich irgendwie eine Sitzecke und stellt fest, abends, wenn ich da sitze, dann sitze ich da voll im Schatten und ich will gar keinen Schatten oder sowas, weißt du? Das ist halt so eine Sache, die kennen wir Schwaben nicht, weil wir Präzisions haben, weißt du, das ist... Meinst du so eine Präzision wie in staatlich Fachingen? Staatlich was? Ja, das ist nur Wasserabpfiff, immer die hat uns angerufen, weil sie Probleme haben. Immer. Ja. Das war schon ziemlich witzig. Ein paar schwarze Schafe gibt's immer. Aber du wolltest ja nur mal ankreuzerieren, ne? Also die waren schon gut. Ich glaube, das erste BGA-Silo geht so langsam dem Ende zu. Gut, 400.000 sind nur drin. Ein Jahr. Da geht sie langsam mit Ende zu. Aber wir machen dieses Mal so 2 Felder Mais, würde ich sagen. Vielleicht auf den Sojabohnenfelder von diesem Durchgang einmal Mais. Den 3 Stück. Mhm. Da haben wir da hinten auf jeden Fall einige Hektar stehen. Wir könnten auch Grassilage machen. Ich habe zwischendurch Gerste abverkauft. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Als ich alleine war, kam eine Nachfrage rein. Wir hatten jetzt nicht ultra viel da rein, aber ich glaube so 70.000 haben wir daran verdient. Das war gar nicht so schlecht. Würde ich sagen. Es ist einfach nur so Wahnsinn, ne? Wir haben schon wieder fast eine halbe Folge rum. Ich habe hier am Ende jetzt 6 Folgen lang nur mal alle 3 Tage kannst du quasi 1,5 Stunden nur BGA und Tiere versorgen.
Schon ja, Wahnsinn, da kann, oder? Da kann, ne? Da kann, ne? Und das sind noch, ich nenne es mal kleine Tierzahlen. Auf dem Commi-Server war das richtig interessant. Ja, 300. Ja, du kannst halt irgendwann machen, echt einen fest angestellten Tierversorger haben, ne? Ja, hatten wir. Wir hatten irgendwie immer vier Leute Felder, zwei Leute in der gleichen Zeit, wie wir, was weiß ich, wie viele 100 Hektar gegrubbert, gesät und gedüngt haben, haben die einfach zur Hälfte unsere Viecher versorgt. Ach, wenn der Soja runter ist, ne, dann kannst du den Drescher am Ende nicht zum Hof fahren, sondern zum Händler. Ja, zum Händler, das ist, dann machen wir uns nämlich wahrscheinlich damit dann schuldenfrei. Werden dann auch nicht so viel Geld, glaube ich, erstmal aufnehmen. Dann müssen wir dann, wohl vielleicht kaufen wir irgendwas Großes im Frühling, irgendwas mit ein bisschen Leistung. Aber dafür geben wir dann auch was anderes ab, weil schleppertechnisch haben wir eigentlich eher was rumstehen im Moment, als dass alles ausgelastet ist, ne? Ja. In der Tat. Wir sollten halt, so sage ich mal, dass vier Schlepper immer auf dem Hof sind, schon haben. Gut, wir haben den Axion, wir haben den Case, wir haben den John Deere, wir haben den 516. Das ist es aktuell schon, ne? Ja, dann wäre fast dafür, den 500er wegzupacken. Ja, wobei der gleichzeitig so ein geiler Hofschlepper ist, ne? Ja. Oder halt den John mit ohne Bier. Dass der wegkommt? Ja, der hat halt nur 210, ne? Ja, der ist so ein bisschen auf der Grenze, ne? Der taugt noch nicht für die großen Sachen. Da ist der Case dann schon wieder ein Stück besser für geeignet. Weil wir könnten ja einen größeren Stier kaufen. Mhm. Man könnte einen größeren Hirsch kaufen. Wäre eine Möglichkeit, sowas mit 800 PS. Den will ich sehen, Mann. Jo, dicke Raupe oder so. Nee, dann noch gedreht. Sowas mit 370, 400 PS so. Oh, nach sowas dürstet es dir? Ja, eigentlich wäre es ja schon passend, weil wir machen ja so einen Überschwenker in den 19er mit dem Projekt, ne? Mhm. Da ist ja John Deere mit drin, mit 8400er, ne? Ich finde aber auch eigentlich den Schritt ganz gut, dass wir den Class genommen haben. Und ja, keinen 900er. Ist auch ein bisschen Klasse. Was anderes. Sind so Traktoren, die unterschätzt man teilweise. Ich meine, das ist jetzt ein 800er Axion, ne? Da denkst du so, ja, okay, ist halt ein 800er Axion, ne? Was ja direkt mit 300 PS da ankommt, ne? Ja, habe ich schon Respekt vor. Der wird wahrscheinlich uns jetzt auch bis zum Ende begleiten. Ich denke aber auch, dass der Puma uns, der hat doch auch 270 oder was? Und ein kleinerer Schlepper ist eigentlich gar nicht so unsinnvoll für den Hof, ne? Wobei der 516er hat halt mittlerweile auch böse Wartungskosten. Man könnte auch einfach einen 724 kaufen, so als Mittelding, als Ersatz für den Johnny und für den 516er. Was hält ihr davon? Keine Ahnung. Hauptsache left, ich brauche was zum Schaffen. Ja gut, notfalls zum Schaffen haben wir den Case und den Axion. Und dann könnte man 724, den würde ich, das wäre so das Maximum, was ich noch als Hofschlepper akzeptieren würde, womit man auch Frontladerarbeiten machen kann zwischendurch. Alles, also in den 6R finde ich eigentlich schon irgendwie unhandlicher, ne? Mhm. Der ist halt einfach zu groß, finde ich, für den Frontlader. Der 700er, der geht eigentlich gut, ne? Der 700er geht, ja. Hm. Aber also, nicht so, wie wir den auf unserem Server haben mit Terra-Reifen, da ist er gefühlt dreimal so breit wie die Straße. Okay. Na gut, seid ihr selber dran schuld, ne? Ja, Boden schon hier. Weil schon keine Kette hat. Ben. Man kann bin ja mal echt gespannt, ob die ganzen John Deere-Knicker und Raupen da reinpacken. Das wäre krass. Fall. So ein 9RX, Alter, was würde ich dafür geben? Oh, eine 8000er als RT. Würde ich auch alles für geben. 400 PS als Raupe. Falls es das gibt, ich weiß es gar nicht. Wir haben ja auch eigentlich mal gesagt, wir wollten uns vielleicht eine Challenger-Raupe holen, die kleine. Ja, damit dann muss auch schon eine 7 und eine 5 vorne stehen, finde ich mal. Sonst sieht das scheiße aus. Dann hat die halt knappe 500 PS. Halt perfekt wendig und so, ne? Wow. Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile finde ich die Raupen von Challenger zwar immer noch geil, aber ich brauche sie nicht. Nee. Das ist so ein bisschen, das ist wie Big Bad. Es gibt, eigentlich gibt es für die Big Bad Sachen nur wenige Vierfach-Maps, wie zum Beispiel damals André, die da wirklich für gemacht war. Und solche Maps spielt halt auch fast keiner, muss man sagen, weil die sind einfach zu krank. Das ist so, wenn du einfach nur laufen lassen willst, ne? Ja.
Also ich fand das geil. Das war auch geil, keine Frage. Aber es ist nicht so das, was ich jeden Tag spielen wollen würde. Es ist irgendwie auch anstrengend, finde ich. Es ist so ein bisschen drüber. Es ist noch monotoner so, von der Arbeit her. Es ist einfach nur geil zum Angucken und sich vorzustellen, boah, da arbeiten gerade 1100 PS, sage ich jetzt mal. Das findet man halt irgendwie geil an der Geschichte. Aber gleichzeitig ist es halt eigentlich auch drüber. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Big Bad ist das DLC, was sich für mich am wenigsten gelohnt hat. Ja, das war halt wieder, es war halt, obwohl ganz ehrlich, Platin hat sich für mich am wenigsten gelohnt. Ja, das habe ich nicht. Ja. Das habe ich mir bewusst nicht gekauft. Weil ich habe das eine Woche lang ein bisschen gespielt, um das vorzustellen und so. Aber es ist einfach nichts, was sich irgendwie für mich Langzeitmotivation technisch auszahlt. Aporoporus. Hast du nicht mal irgendwas mit Tino da gemacht, zu Platinum? Ja, wir haben einen Stream, wir haben eine Aufnahme von einer Stunde oder so zusammen gemacht. Dem könnte man auch mal was machen, finde ich. Ich finde Tino grundsympathisch. Jo, Tino ist cool. Können wir mal schauen, vielleicht sehe ich ihn auf der Farmcon, dann quatsche ich ihn mal an. Ich wär auch gerne da, aber von Singapur da runterfliegen, nee. Da bin ich mehr Brain AFK als sonst was. Da bringt mich. Meinst du das, gönnt ihr deinen Arbeitgeber nicht mal eben fürs Wochenende? Ich komme mal quasi an dem Freitag erst nach Hause, ne? Und bis ich den. Da kannst du doch direkt nach Nürnberg fliegen, ist doch optimal. Ja, bis ich den debuggt hab, sag ich mal, ne? Den Käfer aus meinem Kopf rausgeholt hab, dass ich nicht um 2 Uhr nachts aufstehe oder sonst was, das dauert halt. Ich bin halt zwei, drei Tage nicht zu gebrauchen, Mann. Ja, er ist wirklich nicht zu gebrauchen. Ja, das ist immer Nils so kennt bei dir. Das. Also, ich bin komplett kaputt. Kaputt ist kein Ausdruck. Das ist quasi, wenn du die Scherben auf atomarer Ebene zertrümmerst. So sieht der dann aus. Ja. Also, mit anderen Worten, Jetlag ist nicht deins. Ja, also generell verreisen ist nicht meins. Wenn ich dann noch mitbekomme, ich sollte nach Singapur, vielleicht nur nach Australien kurz rüber schippen, ne? Eieieiei. Mein Chef ist echt durch. Das ist optimal eigentlich, ne? Wenn man schon einmal unterwegs ist, wird er sich denken. Man hat nur nicht mit dir gerechnet. Ja. Ein mitten in der Stadt, ne? Ist halt nicht mitten im Outback, ne? Ja, gut. Wo man Angst haben muss, dass sich die nächste Vogelspinne komplett killt, ne? Aber ich hab halt Respekt dafür, dass da so viel Scheiße rumkreucht. Warst du schon mal in Australien? Noch nie. Was war noch nie in Singapur, Mann. Was war das Weiteste, wo du bis jetzt so weg warst? Für die Arbeit? Weiteste? Japan. Japan? Wo Japan. In Japan? Nissanwerk. Okay. Quasi näher Tokio da. Oder GTA gebaut. Da habe ich zum ersten Mal den neuen GTA gesehen. Und saß drin. Cool. Der alte war schon PlayStation, aber der neue, der ist PlayStation Pro. PlayStation 4 Pro ist das quasi. Ist keine PlayStation 3 mehr. Gut, aber ist ja auch hier, ne, Nissan und Gran Turismo sind ja schon immer eine Liebe, ne? Ja. Muss sagen, von alten zur neuen Generation. Verarbeitungstechnisch doch schon ordentliches Stück. Wobei die alte Generation war halt echt irgendwie Spielzeug, ne? Ja. War halt so der Outsider damit, ne? Halt immer noch. Ja. Heißt jetzt war nicht so das Mainstream-Auto. Aber trotzdem halt zerstört es halt zum halben Preis von einem Porsche Turbo. Ja, oh. Oder zerstört vielleicht nicht mehr, aber es hat dann in etwa dieselben Leistungen wie ein Porsche Turbo. Ja. Was ja krasse Leistungen sind, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Was hat der Turbo? Der hat doch auch 600 PS oder sowas, ne? Ja, der hat 600 PS, glaube ich, oder 620, 630, 640, irgendwie so 600 und ein bisschen. Naja, ein bisschen ist auch gut, ne? Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist, weiß ich nicht. Wenn man es preistechnisch gleich machen will, ne, da hat der Nissan halt schon klar die Vorteile, ne? Ja, also Preis-Leistung ist. Ein bisschen Tuning zum Aufwerten drauf machst, ne? Bist ja locker mal bei 800, 900 PS, ne? Ja, gut, aber mit dem Turbo geht ja auch noch einiges, ne?
Ja, aber dann musst du ihn ja auf den gleichen Preis kriegen. Meine. Was kostet die Frage ein, ist, ne, wer kauft sich so ein. Das sind ja teilweise auch einfach auch Autos, die gekauft werden, um sie sich in der Scheune zu. Also Scheune ist gut. Ja, genau, der nächste Scheunenfund. Ja, der Wasser. Nächste. Obwohl, das war eigentlich relativ geil mit dem e-tron und dem Scheunenfund bei JP. Das habe ich schon hart gefeiert. Ja, das war schon sehr Forza. Ja, wahrscheinlich auch gerade dadurch inspiriert. Ja, oder durch irgendwelche anderen alten Rennspiele, weil sowas gab es ja schon häufig. In der Art. Ja, aber ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann schaut doch beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ja.